Seit Samstag gilt in Deutschland die Corona-Notbremse. Das heißt unter anderem, dass künftig der Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts ausschlaggebend ist und nicht mehr der Wert der Bundesländer. Die Folge ist, dass manche Landkreise, zum Beispiel der Kreis Leer, plötzlich einen Wert von unter 100 vorweisen können. Für die Geschäfte, wie hier in der Leeraner Innenstadt, bedeutet das, sie dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Das und das sonnige Wetter lockte die Menschen am Samstag nach draußen. Ich finde das sehr gut, dass wir heute wieder einkaufen können, weil wir die Märkte jetzt auch wieder mehr unterstützen können und ich vom Onlinehandel eher abrate im Moment, weil vor Ort finde ich es eher ziemlich viel besser. Ja, generell ist es ja eine gute Möglichkeit, dass man mal wieder einkaufen gehen kann. War ja eine lange Zeit auch geschlossen. Für die Einzelhändler ist es ja auch super, dass die jetzt wieder Umsätze generieren können. Muss man mal gucken, wie lange das jetzt geht. Ich finde es ganz toll, dass ich Schuhe anprobieren konnte und so weiter. Das ist eine richtige Befreiung, dass man in die Geschäfte gehen kann. Ich finde das sehr gut, dass wir wieder die Möglichkeit bekommen, in Leer regional einkaufen zu gehen. Bislang war es ja so, dass viele den Onlinehandel genutzt haben. Und habe mich sehr gefreut, dass ich heute wieder jetzt hier auch in einem Modehaus einkaufen konnte und dann nicht mehr Ware nach Hause bestellen musste und die dann gegebenenfalls hätte zurückschicken müssen. Ja, ich finde das natürlich schön, weil das Sicherheitskonzept eben auch ganz prima war. Und ich denke, ich kann mich in einem großen Laden wie Leffers weniger anstecken als bei Rossmann oder in kleineren Märkten. Außerdem denke ich auch so an die Verkäuferinnen, die jetzt ein halbes Jahr auf Kurzarbeit waren. Und natürlich auch an mich, die endlich so ein bisschen Normalität wieder in den Alltag zurückbekommt. Bin einmal geimpft, teste mich regelmäßig und hoffe, dass das auch viele Menschen mehr machen, dass ein Stück Normalität wieder kommt.